Hallo ihr Lieben, willkommen wieder mal zu einem kleinen Video, heute mit dem Titel in Englisch Before, After and Everything in Between. Wenn euch das interessiert, was das zu bedeuten hat, dann bleibt dran. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Uwe. So, das davor habt ihr gesehen, das kommt jetzt hier das danach. Und ihr seht eigentlich schon einen ganz krassen Unterschied, nämlich der Bart ist ab. Ja, der Bart ist ab. Und ich habe mir einfach mal einen Bart wachsen lassen. Ich habe das einfach mal versucht. Und das sah ja auch mal so ganz interessant aus, hier unten mit den ganzen weißen Haaren. Und ich muss euch aber eins sagen, also jetzt nach diesen 2-3 Wochen, wie ich das Ding also habe, war mir das Ganze zu viel. Also einmal bei der Taucherei, hier die Maske dann nicht mehr ab. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Und zum Zweiten fängt das Ding natürlich irgendwann an und juckt und juckt und juckt. Und dann ist man nur da so am Rumfuchteln und am Kratzen. Und da habe ich mir dann eigentlich gedacht, so, weg mit diesem Ding und gut ist. Und selbstverständlich, mir wurde das auch gleich zweimal dann danach gesagt, sieht man natürlich nach der Rasur jünger aus. Also ein Bart macht älter. Und das brauche ich in meinem Alter wirklich nicht mehr tun, dass ich älter aussehe. Also das muss ich ja nicht mehr haben. So, also, Bart ab, wieder Uwe ohne Bart. Und das war das davor und das danach. Und jetzt reden wir mal über die Sachen dazwischen. Punkt Nummer 1 ist, mein liebes Auto hat also den Geist aufgegeben. Ich habe vorhin mit meinem Mechaniker telefoniert und er sagte, sie haben also versucht, da die Zylinderkopfdichtung dann zu reparieren. Wie alles dann auf war, haben sie gesehen, dass also vorne diese Kette, die da drin ist, die Zylinder und so weiter und so fort, nicht mehr in einem absolut einwandfreien Zustand sind. Das heißt also, wenn man das jetzt repariert, kann man darauf warten, dass der ganze Rest kaputt geht. Und die Empfehlung war im Grunde genommen, den ganzen Motor auszutauschen. Was mir natürlich momentan gerade in der Seele sehr wehtut, denn das ist ein bisschen mit extremen Kosten verbunden, die man natürlich ja nicht gerade so, das Geld hat man natürlich nicht gerade so in der Schublade liegen, denn wir haben Nebensaison, bei uns ist alles ein bisschen müde und ein bisschen ruhig und da kommen natürlich diese Knaller. Der Apparat mit dem Motor, der kostet mich so alles in allem rund 2000 Dollar, da könnt ihr verstehen, da freut sich der Uwe heute kolossal, ja. Also, der Uwe braucht Geld. Deswegen, meine Bitte an euch, bucht unser Tauchcamp. Passt. Ist eine geile Überleitung, oder? Wir haben ja vor, habt ihr ja bestimmt schon in den sozialen Netzwerken bei meinem Freund André Krieger auf Facebook und auf YouTube überall vernommen, dass wir für den Oktober ein Tauchcamp planen in Ägypten. Bis jetzt ist im Plan eine Woche dieses Tauchcamp und eine Woche Liverboard. Und die Ausarbeitung findet noch exakt statt, wo das also sein wird und wie wir das Ganze organisieren. Und es werden 3 Pakete angeboten. Und im Deluxe-Paket, da wird der Uwe ins Spiel kommen, denn der Uwe wird dabei sein, wenn genügend Teilnehmer da sind, die Interesse an meinem Service natürlich haben, dann wird der Uwe mit dabei sein und wird dann alle möglichen Kurse anbieten, die machbar sind. Und die Details, wie gesagt, wie das Ganze abläuft, was abgehalten wird von André Krieger und von mir, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen. Ich kann euch da noch keine exakten Details sagen. Ich kann euch nur so viel sagen, billiger wie dort an Kurse zu kommen oder dort Kurse zu machen, zu einem billigeren Preis, wird nicht machbar sein. Wir haben da also Wahnsinnsangebote. André hat das, glaube ich, gestern in seinem Livestream auf YouTube, da könnt ihr gerne mal schauen, Hangout, hat er einiges schon erklärt. Brauche ich jetzt nicht nochmal zu machen, das könnt ihr euch einfach da anschauen. Und da erklärt er euch schon mal so einiges von diesem Angebot, was wir haben. Aber ich warte noch, bis die Details mehr da sind, bevor ich dann starte. Und gebe da von meiner Seite aus noch so ein paar mehr Informationen. So, ihr seht, ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Und wie gesagt, mein Auto tut weh, aber wir planen dann für Oktober natürlich schon wieder eine neue Aktivität. Und das passiert halt immer so in der Nebensaison. Wir haben ja August, September. Im September, da ist immer die schlimmste Zeit mit den Hurricanes. Da sind wir also hier immer müde
am Tourismus, da ist immer Low Season und normalerweise wäre ich ja auch um diese Zeit in Deutschland, mache ich eigentlich fast jedes Jahr. Aber ja, ich war Anfang des Jahres in Deutschland im März und zweimal im Jahr, das muss also dann nicht unbedingt so sein. So, gut, ihr Lieben, das war mal so ein kurzes Update. Die nächsten Tage kommt noch ein kleines Video mit meinem Tobias. Tobias hat also seinen Full Cave Diver abgeschlossen und morgen machen wir nochmal so ein kleines Interview mit ihm, was ich natürlich auch posten werde. Und da könnt ihr euch mal so seine Meinung anhören zu dem, was er da gemacht hat. Und würde mich freuen, wenn ihr da mal wieder fleißig reinklickt und meine Videos schaut. Wer sie noch nicht abonniert hat, kostet ja nichts. Ja, der sollte vielleicht dann mal auf YouTube diesen kleinen Abo-Button drücken und dann habt ihr immer das Neueste, was der Uwe macht, dann sofort, wenn es rauskommt, als Notiz da irgendwo auf eurem Handy oder auf eurem Laptop. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen. Bis bald. Tschüss, euer Uwe.